Heute wird's spannend, denn wir schauen uns an, wie viel Gewinn uns der trainierte Balu bringen würde, wenn wir ihn verkaufen wollen. Lohnt es sich, ein trainiertes Pferd zu verkaufen? So, wir haben direkt erstmal wieder einen neuen Brief. Hey Alisi, Hallöchen! Ich habe gesehen, dass du beim letzten Turnier ganz gut platziert worden bist. Ich glaube, du wärst dafür bereit, ein bisschen höher zu springen. Triff mich in der Stadt und wir gucken oder werden ein bisschen trainieren, sagt die River. Verdammt, jetzt hat die schon 9 Parcours gekauft. Ah, nicht gut, nicht gut. Nicht, dass sie mir jetzt den Parcours andrehen möchte, den wir ihr schon abgenommen haben. Das wäre doof. Gather. Together. Yesterday we've met together, orchard grass. Ach Gott, ich bin wieder blöd. Nach müde kommt doof. Wir haben es nämlich tatsächlich jetzt schon relativ spät. Ja gut, 9 Uhr geht noch. An dieser Stelle noch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an meine VIPs. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Jetzt alle im Kanon. Ich überleg bitte. So, Horse Information. Da ist der Balu. Ja, guten Morgen. Boah, 41 Timothy Hay haben wir jetzt einfach. Das ist schon nicht schlecht, ne? Und ich habe es auch diesmal nicht vergessen. Ich habe vor der Aufnahme geschaut, was Balu uns gekostet hat, als wir den gekauft haben. Und zwar waren das 3.900 Ocken. So. Das heißt, da können wir mal schauen, wie viel er uns jetzt bringen würde, wenn wir ihn verkaufen würden. So. So, wir kümmern uns aber natürlich auch noch um Schneewittchen. Guten Morgen, kleine Prinzessin. Sättigung. Geputzt wird natürlich auch. Die sind wir noch gar nicht geritten mit dem neuen Sattelzeug, oder? Aber die könnten wir jetzt zuerst mit in die Stadt nehmen, hätte ich gesagt. Wenn wir höher springen sollen, also ja, das würde Balu mit Sicherheit auch hinbekommen. Das schon. Aber das passt, finde ich, jetzt einfach besser zu ihr. So. Dann komm mal mit. Warte mal, wir können... Wir können ja traben. Traben geht auch. Wenn wir traben, verbrauchen wir keine Ausdauer. Glaube ich. Zumindest. Ich kann mich irren, aber ich glaube nicht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir sind ein bisschen schneller. Wir könnten mal die Zeit stoppen. Das ist dann so richtiges Nerdwissen. Wenn wir wissen, okay, sind wir schneller, wenn wir das Pferd in die Stadt führen. Oder wenn wir mit unserem Pferd in die Stadt traben. Das ist dann wirklich Nerdwissen. Wir könnten uns übrigens jetzt von dem Geld, was wir momentan haben, könnten wir in der Theorie sogar noch ein Pferd von dem niedrigen Level kaufen, trainieren und verkaufen. Was ich aber auf jeden Fall auch testen möchte, ist, ob die... So, Flexibility, ja. Das zieht ein bisschen Energie ab. Was ich aber auf jeden Fall auch testen möchte... ist, ob die Turniere, ob die den Wert vom Pferd steigern. Das heißt, wir werden mit Balu nachher mal ins Auktionshaus reiten, gucken, wie viel er wert ist, wenn wir ihn verkaufen würden. Hallo, bleibst du stehen? Jungpferd, die machen das schon mal. Dann können wir gucken, wie teuer ist er. Dann können wir ein Rennen reiten. Und dann können wir nochmal gucken, wie teuer ist er. Wenn die Pferde mit jedem Rennen mehr wert werden, dann müsste es ja eigentlich auch so sein, dass sie, egal welches Rennen oder wie viele Rennen man reitet, dass sie dann mehr wert sind. Guten Morgen, River. Ah, Lizzie, ich hoffe, dein Pferd hat jede Menge Energie, weil wir einen sehr anstrengenden Tag vor uns haben. Jetzt, wo die...
Jetzt sind die Hindernisse in den fortgeschrittenen Turnieren ein bisschen höher. Und ja, jetzt musst du gucken, dass die Fähigkeit von deinem Pferd zu springen zur Challenge passt, also zum Wettkampf passt. Behalte im Kopf, dass die Fähigkeiten vom Pferd während Wettkämpfen nicht trainiert werden. Also musst du sie vorher, bevor du in den Wettkämpfen teilnimmst, trainieren. Wenn du nicht in der Arena, sondern lieber draußen trainieren möchtest, dann kannst du auch Hindernisse in Lupin Meadow in Jay's Store kaufen. So. Let me know how it goes. Ja, okay. Oh, sieht so aus, als ob Schneewittchen bereit wäre für eine neue Challenge. Wenn du dein Pferd weiter trainieren möchtest, dann solltest du dir die fortgeschrittene Kurse in meinem Shop angucken. Dein Pferd wird die Springfähigkeit schneller verbessern, wenn du mit den höchstmöglichen Hindernissen trainierst. So, ich soll dir jetzt gehen und Madeleine von deinem Progress erzählen. So, das ist schön. Ja, Intermediate haben wir ja eigentlich. Intermediate Flower Fans haben wir doch schon gekauft, oder nicht? Nicht? Ach nee, die waren, hahaha. Die waren teurer, deswegen habe ich jetzt erstmal nur eine Cavaletti gekauft. Ja, das schickt auch erstmal. Das ist okay, das ist okay. Wir haben ja jetzt, wir müssten eigentlich jetzt trotzdem die Quest fertig haben, oder? Quest haben wir trotzdem fertig, weil Schneewittchen schon ein bisschen trainiert ist. Ja. Können wir hier eigentlich auch in der... Nein, hier können wir keinen Parcours aufbauen. Das ist traurig. Okay. Weil jetzt müsste ich nämlich erstmal mit Schneewittchen wieder zurückreiten. Die möchte ich nämlich ganz gerne wieder trainieren, bevor wir irgendwas anderes machen. Und, ja, interessant wäre das dann halt mit Baloo. Also, ich würde sagen, ich bringe jetzt Schneewittchen mal kurz wieder zurück. Und dann gucken wir mal. Genau. Das klingt nach einem Plan. So, dann schnappen wir uns jetzt mal Baloo. Und wir steigen direkt wieder ab. Hier ist ja noch ein bisschen was wir einsammeln können. Oh, Orchard Grass Seeds, sehr cool. Oh, guckt euch mal bitte die hübsche Satteldecke an. Oh, generell, Baloo ist so ein schicker Kerl. Der ist so toll. Also die Farbe, ganz ehrlich. Sobald man züchten kann, wenn es dann soweit ist, dann muss ich auch unbedingt mir die Farbe somit als erstes sichern. Und dann mit dem weiter züchten. Ich finde das so toll. Warte mal, Horse Information. Was können wir da noch machen? 2%! Oh mein Gott, das ist jetzt ziemlich schnell trainiert. Das wäre natürlich interessant, wenn wir wirklich Baloo komplett austrainiert hätten, bevor wir ins Auktionshaus gehen. Was aber kein Problem sein sollte. Ein bisschen Ausdauer kriegen wir doch bestimmt noch schnell trainiert. Die 2%, die sollten doch relativ fix gemacht sein. 1% noch, guck mal da. Dann trainieren wir jetzt noch einen Punkt auf Speed, aber ich finde, er ist auch schon merklich schneller geworden. Ich meine, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. I don't know. Die Madeleine, die hat da bestimmt morgen auch nochmal eine Quest für uns. Nee, der hat immer noch 1%. Hui! Ein Prozent. Das dauert jetzt aber lang, so der letzte Prozentpunkt. Vielleicht sollte ich jetzt einfach hier ein bisschen rumgaloppieren im Arbeitstempo. Damit Speed jetzt wirklich durchgehend trainiert wird, weil Endurance, die Ausdauer, die kann ich nicht durchgehend trainieren. Null Prozent. Wir können nicht mehr trainieren. Guck mal, 33% auf Speed. Und jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich richtig gespannt. Oh, wie süß er guckt. Hast du einen Feini. Er ist so putzig. Okay. Ah, hier. Hätten wir auch so machen können. Baloo könnten wir jetzt verkaufen für 6.252.
VK 6252 Dollar. Und jetzt, ihr Lieben, starten wir die Probe aufs Exempel. Wir werden mit Baloo, komm mal mit, aber wir geben Baloo, ganz ehrlich, Baloo gebe ich nicht her. Baloo werde ich nicht abgeben. Der bleibt. Bis zum bitteren Ende dieser Demo. Ach guck, Intermediate haben wir jetzt auch schon freigeschaltet. Rivers Challenge. Ha, cool. Und da können wir 900 gewinnen. Ja, nice. Wir reiten jetzt aber das hier. Wir reiten das. Mir ist das jetzt eher erstmal wurscht, was wir reiten. Ich will ja wirklich jetzt nur den Vergleich haben vom Preis. Kriegen wir tatsächlich mehr raus für ein Pferd, was auch noch erfolgreich auf Turnieren war? Würde für mich persönlich Sinn machen. Aber ich will es definitiv ausprobieren. Ich will ein Proof. Ich will es proven. Ich will, wie haben wir das in der Schule immer, ich will meine These verifizieren können. Vielleicht ist sie auch gleich falsifiziert. Und ich kann sie ad acta legen. So, jetzt haben wir hier genug mit irgendwelchen Fremdworten um uns geworfen. Nein! Oh Leute, ich muss mal schauen. Irgendwo habe ich, glaube ich, noch Bilder von Baloo. Irgendwo habe ich noch Bilder von Baloo. Müsste ich euch mal zeigen. Ich bin ja eh mal gefragt worden, ob ich mal ein Video machen kann, wo ich mal alte Kinderfotos zeige. Müsste ich mal machen. So. Wir haben den ersten Platz gemacht mit Baloo. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, Leute. Ach ja, stimmt. First Place Daily Reward haben wir jetzt auch noch bekommen. Nice. Guck mal, jetzt haben wir fast 6.500 Dollar. Und wir haben sonst, wir könnten locker jetzt noch ein Turnier reiten mit Baloo. Eher zwei. Wir können ja auch noch füttern. Also, wenn man erstmal so einen gewissen Punkt erreicht hat, dann geht es dann mit dem Geld irgendwann fix. So. Nein. Scheinbar bekommen sie fürs Gewinnen von Turnieren nichts dazu. Das heißt aber nichtsdestotrotz, dass ich jetzt mit Baloo, ich zücke mal mein Handy, zack, zack, Rechner, 6.252 minus 3.900, 2.352 Dollar Gewinn würde ich machen.